Hallo, herzlich willkommen. Astralpark Nummer 3. Heute Astralpark 08 oder 8. Wir sind jetzt im grünen Artwork, also im Hintergrund. Auch wieder drei Karten, auch wieder Deutsch. Erste Auflage wie die anderen beiden auch, 6 und 7. Diesmal sind es 11 Booster. Die Ultimates, die drin sind, sind auch wieder drei Stück. Das ist einmal, den hätte ich natürlich, werde nicht gern, den Trishula, Drache der Eisbarriere. Dann ist eine teuflische Kette drin und auch wahnsinnig nice finde ich den mystischen Raumtyphon als Ultimate-Version. Ich lege einfach direkt los, Infos, wie ihr sie bekommen könnt, diese Karten oder was auch immer, seht ihr im Video, unter dem Video, ja, wie schon das immer so war. Wir fangen einfach mal an, drückt mir die Daumen, vielleicht habe ich heute Glück mit einer Ultimate oder es ist auch eine Instant-Fusion in Super Rare drin, die wird mich natürlich auch freuen. So, da haben wir es. Edelsteinritter Obsidian. Die erste Karte, ein Common. Eine sichere Zone. Auch ein Common ist ja auch mal sehr, sehr teuer und nice gewesen. Und ein Feuerritter Markgraf in Super Rare. Also es sind zwei Commons immer drin und eine Holo. Immer eine Super Rare und wenn man Glück hat, leider hatte ich bisher noch nicht eine Ultimate. Yeah, die ist natürlich klasse. Eine Maschinenduplizierung. Das ist schon mal super. Unvertraut. Die war unlängst irgendwo auch im Booster drin. Und ein Feuerritter Galan. Noch eine Maschinenduplizierung. Eine UA Stadion und einmal aussetzen, ist auch nicht so schlecht, ist ja auch sehr spielstark. Noch eine Maschinenduplizierung, okay, Playset, ein Feuer-Yaru, uralt, ich meine aus LOB oder so, war die mal drin und nochmal ein Markgraf. Jo, habe ich mal fast gedacht. Das ist jetzt 1, 2, 3, die vierte Maschinenduplizierung. Nochmal eine Unvertraut und ein schwarz glänzender Soldat. Entschuldigung, Gesandter der Abenddämmerung. Ist auch ganz schick. Ein schwarzes Horn des Himmels. Ist ja auch schön. Ein rotäugiger Lindwurm, natürlich auch klasse. Und eine Kosmostadt in Super Rare. Maskierter Held Goka. Ein Kinkapio. Und ein Buch der Verfinsterung. Die ist natürlich klasse. Das freut mich jetzt. Die hatte ich in der Version auch noch nie. In Super Rare, die hatte ich immer nur aus BP in Stock Shatterfoil oder Common. Super Rare macht sie schon schön was her, also schnappt sie euch. Noch ein Goka, noch ein rotäugiger Lindwurm und noch ein Galan. So, jetzt noch zwei. Immer noch keine Ultimate. Ich glaube, das sind alles nur Fakes, was man so sieht, dass da Ultimates drin sind. Wahnsinn. Noch eine sichere Zone, ein zweiköpfiger Behemoth und ein Graf Grimmetatze des brennenden Abgrunds. Lege ich mal hier drauf. Noch ein Edelsteinritter Obsidian, noch eine UA Stadion und noch ein Buch der Verfinsterung. Okay, wenigstens das. Wenn jetzt noch eine Instanzversion drin gewesen wäre, ja, das letzte, vielleicht haben wir ja Glück. So, noch ein Goka, auch ein Playset. Noch ein Playset, das ist diesmal der dritte Lindwurm. Und ein geistungeheuer Avatar, Rampingu, in Super Rare. So, war es auch schon wieder. 11 Booster,
zweimal Buch der Verfinsterung, einmal aussetzen, ein schwarz glänzender Soldat, Gesandter der Abenddämmerung, viermal Maschinenduplizierung. Waren schon ganz gute Karten drin. Dreimal rotäugige Lindwurm nicht zu vergessen. Ja, schaut es euch an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was wollt, geht in meinen eBay-Shop. Schreibt mir eine Mail, wie ihr wollt. Und dann wünsche ich euch noch was für die Zukunft. Und schaut immer mal wieder rein. Es gibt immer Neuigkeiten, immer neue Sachen in meinem Shop hier auf YouTube. Es geht immer weiter. Vielen Dank. Ciao.